Okay. Five Nights at Freddy's Serie, Episode 4.1, weil die teilen ja Episode 4 auf zwei Teile auf. Das heißt, wir können uns jetzt den ersten Part von Episode 4 angucken. Geht 9 Minuten. Und Episode 2 kommt im Herbst, glaube ich, sogar erst. Aber egal. Wir gucken hier jetzt aber schon mal rein. Die Five Nights at Freddy's Serie, Episode 4. Oh. Oh, wer ist er denn? Ach so. Ah, das ist jetzt hier, wo die ganzen Leute durchdrehen, ne? Keine Ahnung, was Foxy mit denen macht. Drawkill Foxy. Irgendwie sind alle Leute am Durchdrehen deswegen und bringen sich gegenseitig um. Absolut crazy. Five Nights at Freddy's Series. Boah, das ist ja voll das nice Intro. Mit der Glühbirne. Nice. Gucken weiter. Okay, viele bewaffnete Leute. SWAT oder so, I don't know. Counterterrorism Team Commander. Tell me about the situation. 2 hours ago, we received multiple calls from residents of this house. Absolutely everyone was talking about attacks and gunfire inside. We sent 10 patrols here, but after they entered the house, they were no longer in contact. 20 minutes ago, everything went quiet. No more shots fired or screams heard. I see. You think they're terrorists? Why would they take over a simple apartment building? Usually they choose more crowded places, the subway, shopping malls. You can have a terrorist attack in a crowded place, and people will just spend more time where they feel most safe, at home. Pull off an attack in an average apartment building, and then the real panic begins. People won't know where to hide. Will it be completely safe? Damn it. So what's our plan? We'll try to do it quietly. As soon as we enter the front okay, die denken also, ist eine, ist ein Terrorangriff. Ist es natürlich nicht, ne? In hour, I'll be in touch and give further instructions. If that doesn't happen, clear the house. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben. We'll have to force them to panic and retreat to the ground floor, where all exits are blocked. Okay, I got you. Good luck, guys. Ja, viel Glück, Leute. Das werdet ihr gebrauchen. Das werdet ihr gebrauchen. Oder brauchen können, besser gesagt. Oh. Werden die jetzt alle von Foxy hochgenommen, Alter? Oh, ich sehe es schon kommen. Das wird nicht gut enden, Boys. All right. Scott and Bill, you take this floor. Eric and me, we'll go upstairs. Maybe we could take the top floor? I think I'm still giving the orders here, right? Come on, Eric. Okay. Die beiden nach oben, die anderen beiden. Still has not forgiven you? Well, as you can see. Da unten. Aber wieder sehr gut gemacht, das Video, ne? Our place is clear. There's no sign of a fight, no people. Same here. So the next task is to inspect the apartments. In case of an attack, shoot at legs. Jetzt durchsuchen sie alle Wohnungen. There are civilians here. Copy that. Over and out. You know, our whole department thinks you did the right thing. What's more, I believe that Richard knows it too. It's just that it was his wife. I mean, well, he knows that what you did was right. But if you had done wrong, if you had chose to sacrifice all those people, well, she could have been with him right now. I mean, it's just very hard to accept. Even in a year? Okay. Well, anyway, you're all he has left. Okay, der hat also irgendwelche Menschen gerettet. You can finally have a conversation. Anstatt. After all, you're his brother. I hope so. Oh, das ist sein Bruder. Also der. Yes, of course. Take this part of the hall and I'll take the other. Da
Der Typ ist sein Bruder, also der Squad-Leader oder so. Und er hat scheinbar Menschen gerettet, anstatt seine Frau zu retten. Viele Menschen. Und jetzt haben die Stress oder so. I don't know. Aber ich glaube, darum geht's nicht. Wird gleich wahrscheinlich eh egal sein, wer da mit wem Stress hat. Ich glaube, das Problem wird sich gleich von selber lösen. Foxy wird sich drum kümmern. Oh. Er fantasiert schon. Er sieht schon Dinge, die nicht da sind. Wer stand denn da gerade in der Tür? Ein Kopf auf einem Haken. Ein Kuscheltierkopf auf einem Haken. Das solltet ihr euch angucken. Okay. Da ist ein Kind am Weinen, ne? Aber kein Kind ist da. Boah, sieht das creepy aus da, Alter. What is that anyway? Remember the story about the psychopath who kidnapped children? Walter Sullivan. He's still not caught and the kids keep disappearing. Yeah? Are you saying this is his apartment? He was just living here the whole time? Under everyone's eyes? Seems like it. Look, soundproofed walls, no windows. It's the perfect place to keep the kids and make sure no one suspects anything. Irgendein Kidnapper, der da Kinder drinne gefangen gehalten hat? No. He's a psychopath maniac, but he's still a simple man. And he was hiding. He wouldn't be able to take out all the residents of this house and a police team. And why would he do that? I think he was a victim of what happened here too. Oh shit. Oh. The hell? Ah, okay. Der Rest vom Team? Hä, war's das schon? Oh shit! Oh, das war schon 4.1. Aber im Mai kommt 4.2. Oh shit, ich dachte, es passiert noch viel mehr. Wir haben also quasi nur gesehen, wie Foxy den einen Typen so ein bisschen verzaubert hier, ihm quasi irgendwelche Sachen sehen lässt, die nicht da sind. Das scheint ja mit diesem Qualm da zu passieren, mit diesem Rauch, den Foxy irgendwie da freisetzt oder so, keine Ahnung. Und dann fantasieren die irgendwas. Insane. Okay, und dann finden die hier irgendwie diese ultra creepy Wohnung, wo irgendwie Kinder drin festgehalten wurden oder so. Von irgendeinem Kidnapper, der scheinbar auch in diesem Apartmentkomplex lebt und da Kinder gefangen gehalten hat. Der auch von Foxy umgebracht wurde quasi. Der auch ein Opfer von diesem Angriff war. What is that anyway? Insane. Und dann haben wir halt am Ende hier, ne, nochmal eine Vorschau für die nächste Folge, die im Mai kommt. Was kriege ich da eigentlich an dem Gitter lang? Okay, absolut crazy. Und dann drehen die halt durch und fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Ne? Rico the Gun sagt, wir haben auf das 3 Jahre gewartet. Ja, das ist ja nur der erste Part von Episode 4. Siehst ja hier. Five Nights at Freddy's, Episode 4.2. Im Mai 2021. Also in 2 Monaten? 3 Monaten. Ja. Zwei Monate. Kommt drauf an, wann im Mai. Aber 2 Monate. 2 Monate vielleicht ein bisschen mehr. Und dann kommt schon der nächste Part. Dann sehen wir den Rest, der passiert. Der nächste Part wird ja auch viel länger. Die haben ja gesagt, der erste Part ist jetzt so 10 Minuten. Und der nächste wird ja irgendwie 20 Minuten oder so. Also, wird auf jeden Fall noch spannend. Aber das war's für den Part. Aber trotzdem geil. Die,
Qualität und so ist halt heftig. Die Qualität ist halt ultra nice davon. Ja, wild.